Oh mein Gott, was ist das? Mein lieber Mann, schaut es euch an. Also bevor ich jetzt alles im Detail erkläre, würde ich das sagen, ist das Teil Mountainbike und Bike-Porn wert, oder? Also ab in den Wald und film ab! So, Leute, da ist das gute Stück. Wie jeder weiß, gibt es auf Propane einen Konfigurator, wie wenn man sich praktisch ein Auto selbst zusammenstellt und immer sein Häkchen überall macht. Und man kann sich sein Bike individuell zusammenstellen, denn jeder hat andere Vorlieben. Und damit ist auch irgendwie jedes Propane-Bike ein klein wenig anders. Gehen wir über jetzt mal zu den Details, die ich verändert habe, und legen wir los. So, das Spindrift, das ist in Größe L, ich bin 1,82, damit müsste das eigentlich perfekt sein. Das Material ist Aluminium, man sieht hier so schön die Schweißnähte, wie bei einem Lightwheel. Ziemlich nicer, industrieller Raw-Look. Die Laufradgröße des Bikes sind 27,5 Zoll. Dann wollte ich unbedingt diese cremeweißen Propane-Decals auf beiden Seiten haben. Das Propane-Logo vorne habe ich in Schwarz gewählt. Die Bremse habe ich gewählt, die Magura MT7 bremst wie die Hölle. Ich bin vorher SRAM gefahren und vergiss das. Das Teil ist absolut Spitzenklasse. Dazu gab es dann passend diese schicken Scheiben. Die Bremsklötze sind dick und fett. Der Keil, der verbaut ist ein Super Deluxe-Keil. Die Feder gibt es so nicht bei Propane, die müsst ihr euch selbst bestellen und ausbauen. Ist ein bisschen Futzelei. Da sind zwei Schrauben, die kann man lösen. Was ich besonders cool finde, ist bei Propane, dass die Lager, wie man sieht, alle schön abgedichtet sind. Absolut geile Sache. Der gewählte Laufradsatz von 27,5 Zoll ist der Newman Evolution A30. Da steht's. Eine Sattelstütze habe ich übrigens keine. Geschaltet wird mit SRAM GX 12-Gang. Tritt sich super, super leicht. Und die Federgabel ist eine Zep Select Plus, weil die einfach mehr Einstellungsmöglichkeiten bietet und anscheinend auch, soweit ich gehört habe, andere Luftkammern hat. Also würde ich auf jeden Fall das bisschen Geld investieren und mir die Select Plus holen. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen zum Fahrer beantworten. Falls nicht, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Generell, ich freue mich über jedes einzelne Kommentar von euch. Den First Ride und die First Reaction gibt es daraufhin nächste Woche. Deswegen das Abonnieren und das Liken vom Video nicht vergessen, damit ihr daran erinnert werdet, wenn es euch denn interessiert. Ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.